Hi, heute geht's weiter. Ich wurde getaggt von der lieben Hydraulik zum Kosmetik-Steckbrief und ich habe mich riesig darüber gefreut. Vielen lieben Dank an dich. Falls ihr sie noch nicht kennt, verlinke ich ihren Kanal mal unten in die Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, gucken, wer sie ist. Sie ist eine ganz liebe, nette. So viel dazu. Fangen wir gleich mal an. Ich gucke jetzt immer mal so rüber, weil es hier auf meinem Bildschirm dann da ist und dann beantworte ich die Fragen. Das sind insgesamt 17 Stück und ich hoffe, dass wir das jetzt zusammen durchstehen. Erste Frage. Name, Alter, Klasse. Okay, Name, Sandra. Alter, ganz alt. Also bald ist die 3 davor, ich bin 22. Klasse, ich gehe nicht mehr zur Schule, ich gehe arbeiten. Dann nächste Frage. Lieblingslippenstift. Ich sage gleich dazu, ich kann mich nie auf eins beschränken. Ich habe mit mir gerungen. Und es sind zwei geworden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und zwar sind das, ja, einmal ist es so eine Nude-Farbe. Das ist so einer hier von L'Oreal. Das ist die Farbe 235 Nude. Ein Coleridge-Lippenstift. Ich weiß, das Licht ist scheiße auf gut Deutsch. Es tut mir leid, aber ich hoffe, es geht so einigermaßen. Das ist so ein wunderschönes Nude-Braun. Und wie ich schon gesehen habe, ist er das meiner Meinung nach ein Dupe zum P2 Rodeo Drive. Jetzt sagt bestimmt der eine oder andere, warum nimmst du da nicht den billigeren oder so? Ganz einfach, weil die einfach nicht so lange halten. Inzwischen bin ich nicht mehr so der Fan davon, ehrlich gesagt. Und der hier kostet, ich glaube, so 6,45 € oder 75 oder so. Und hält auch länger. Und das finde ich gut. Der eine Liebling von mir und der andere, das ist ein farbiger, der hier ist von Maybelline Jade. Die Nummer 140 Intense Pink, ein Color Sensational Lippenstift. Guck mal, in so einer lilanen Verpackung. Und das ist halt, ja, voll so ein schönes Alltagsrosa, Rosé, wie auch immer. Ach, ich trage den so gerne. Und der hält so lange. Das ist, ja. Vielleicht seht ihr es so ein bisschen. Eher nicht, Entschuldigung. Der hält so wunderbar lang und spendet irre viel Feuchtigkeit. Die sind etwas teurer. Die liegen bei 7,75 € oder so. Aber die sind gut. Die sind gut. Wechselt um. P2 macht mir zu tolle Lippenstifte. Es sei denn, liebes P2-Team, es sei denn, ihr könntet endlich mal die Rezeptur so verändern, dass die Lippenstifte nicht ständig abbrechen würden, wegschmelzen oder sonst irgendwas. Dann denke ich, habt ihr mehr Fans davon. Ist egal. Kein Gemeckere hier. So, Nummer 3, Lieblings-Lipgloss. Da habe ich eigentlich so, ja, so ein. Ich bin ja nicht so der Lipgloss-Fan, aber der ist schon total abgegrabbelt. Das ist einer von Essence. Ich kann euch nicht sagen, was für eine Nummer. Es existiert keine mehr. Aber ich meine, das ist Nude oder Airkiss oder irgendwie sowas heißt das. Der ist doch schon fast leer. Da ist für ein paar Mal noch was drin. Und den mache ich ganz gern über diesen nudefarbenen Lippenstift. Und das riecht so geil nach Zuckerwatte. Das ist so geil. Und er hat ein angenehmes Tragegefühl. Hat kaum Schimmer. Glänzt schön, wie man sieht. Ja, es tut mir leid wegen Licht. Also ich hätte mir einen anderen Tag raussuchen müssen. Aber wenn ich eure Wünsche nachkommen soll, dann müssen wir Abstriche machen. Ne? Dann mein Lieblings-Lip-Balm ist nach wie vor und wird es, denke ich, auch immer bleiben. Egal, ob in fester oder flüssigerer Konsistenz Carmex. Einmal für zu Hause in so einem Tiegelchen. Liegt beides bei 1,99 € und für unterwegs, weil es einfach Hygiene ist aus so einer Tube. Hier in diesem Pot meine ich aber, dass sogar mehr drin sind. Hier sind 7,5 Gramm drin und in dieser Tube. Ah, ne, umgekehrt, sind sogar 10 Gramm drin. Da ist sogar mehr drin. Wunderbar, toll, tolle Pflege, keine rissigen Lippen mehr, hält super lange, hat ein angenehmes, vor allem im Sommer kühlendes, einen kühlenden Effekt. Ich bin begeistert davon. Oh, kauft euch Carmex, Labello ist gar nichts. Dann Lieblingspalette. Da kann ich mich auch nicht auf eins beschränken, weil es gibt so viele schöne Sachen. Da kann man sich nicht auf eins beschränken, Leute. Das geht nicht. Zum Beispiel habe ich so eine ganz gerne. Die hier ist von Claire's. Die hat 10 € oder so gekostet. Oder 7 Euro, 8 Euro.
keine Ahnung. Und da sind so schöne, alles so schimmernde Töne drin. In Braun, Orange, Grün, Blau, Lila, Rosé. Das sind tolle Farben, ja. Also darauf. Toll. Darauf kann ich nicht verzichten. Ebenso kann ich nicht auf meine Sleek-Palette verzichten, die Chaos-Palette. Da sind ja alles so matte, hochpigmentierte Farben drin. Schaut mal. Also, der sie nicht hat, der sollte sie sich unbedingt zulegen. Egal was für eines, muss nicht die Chaos sein. Jeder andere, das ist genial. Ich meine, schaut euch das mal an. Zum Beispiel, nehmen wir mal dieses Grün hier. Wupp. Entschuldigung fürs Rumsauen, ja? Zack und zack. Also das ist saugeil. Das ist der Hammer. Kann ich auch nicht drauf verzichten. Dann etwas, was noch nicht so alt ist und das so empfehlenswert ist. Also das ist so geil. Kostet 8,95 Euro aus dem Douglas. Das ist so eine Florence Make-up-Palette. Wenn man das so öffnet, also es sieht aus wie so ein kleines Büchlein. Das ist auf der einen Seite halt ein Spiegelchen, Rouge und Mascara und Pinsel und Schwämmchen etc. bla bla. Und wenn man das dann noch mal umdreht, dann sind da so viele schöne Lidschatten drin. Halte ich noch mal die Folie so runter. So viele schöne Lidschatten drin. Hier oben sind so Satin Finish Lidschatten und weiter unten sind auch voll die Glitzerteile drin. Guck mal, hier ist das nicht der Wahnsinn. Da kann ich auch nicht drauf verzichten, weil in jeder Palette ist auch eine andere Farbe drin. Ihre, das geht gar nicht. Und wo ich überhaupt nicht kann, ohne meine Lieblingspalette. Das ist dieser Koffer hier von NYX oder NYX oder wie man es auch immer nennen mag hier in Deutschland. Keine Ahnung. Was inzwischen ich ehrlich gesagt boykottiere, weil die wollen das ja hier in den Douglas einführen, ist ja alles schön und gut, aber dann, dass da drüben, wo es herkommt, eigentlich eine Drogeriemarke ist und die das dann hier für das Fünffache am Preis verkaufen wollen, ist es echt eine Frechheit. Aber egal, anderes Thema. Schaut euch mal da die Farben an. Und auch alle hochgeil pigmentiert, also sau toll. Und wenn man das dann so zur Seite schiebt, hat man dann hier noch so drei Lippenfarben, Rouge und Highlighter und ja, Kompaktpuder und all sowas. Und das Ganze habe ich damals für 18,95 Euro bei TK Maxx gefunden. Was habe ich denn hier jetzt gerade? Toll, ich habe gerade meinen Tisch kaputt gemacht. Prima, sagt der Morgenhans immer. Ist ja egal. Gut, also darauf kann ich auf keinen Fall verzichten und deshalb nimmt es mir bitte nicht übel, auch nicht du, liebe Hydra, dass ich mich da auf eins beschränken soll. Das geht gar nicht. Dann Lieblingsmascara, da kann ich mich auf eine beschränken, weil es geht hier um die Lieblingsmascara und nicht um die, die man testet oder sonst irgendwas. Und das ist bis jetzt mit Abstand die einzige, die für mich das erfüllt, was ich haben will. Und zwar Volumen, Länge, Farbe, Trennung, nicht zu hart. Toll. Das ist einfach die hier von Bio. Das ist der Lash Voluminizer, wenn ihr hier gucken wollt. Die Mascara kostet 9,50 Euro. Kann also mit den Preisen von, aus der Drogerie, ja, was heißt mithalten. Also es ist so ziemlich dasselbe. Sind 10 Milliliter drin. Findet ihr nur im Douglas die Marke. Soweit ich weiß, belehrt mich eines anderen, wenn ich falsch liege. So sieht das Bürstchen aus. Auf dem ersten Blick unscheinbar. Aber ich sag euch, Leute, das ist ein geiles Teil. Ich habe sie gerade nicht drauf. Ich bin gerade dabei, was anderes ja, zu testen und so weiter. Aber das hier ist mein absoluter Favorit. Mein absoluter Lieblingsmascara. Dann mein Lieblingspuder. Ich gehe davon aus, dass ihr Kompaktpuder meint. Da bin ich bis jetzt immer ein Fan des Manhattan Kompaktpuders gewesen. Hier zum Beispiel, das ist jetzt ganz neu, Farbe 75 Beige. Kennt ihr ja alle schon, muss man nicht großartig zeigen. Habe ich mal abgesetzt, weil ich dachte, zu meiner Flüssigfoundation, die ich immer benutze, könnte ich ja auch mal das Perfect Match Puder nehmen von L'Oreal. So sieht das aus. Sehr teuer. Also das Teil kostet ja, ich glaube, 5 Euro oder so aufgerundet. Und der hier
Da sind wir schon bei 10, 11 oder so. Ist auch schon fast leer. Ich bin davon aber ehrlich gesagt nicht so angetan. Es ist zu fest gepresst, um das mit einem Spiegel, mit einem Pinsel aufzunehmen. Stattdessen muss man, ja, hier ist auch noch so ein Spiegel drin, obala, dieses Schwämmchen halt hier benutzen. Und dadurch geht halt extrem viel Produkt flöten, meiner Meinung nach. Und dafür ist es mir einfach zu teuer. Ich mache es jetzt leer und das war's dann auch. Also ich denke, das werde ich mir nicht noch einmal holen. Und was ich als nächstes testen möchte, beziehungsweise auch heute drauf habe, ist von Alterra. Ich habe gedacht gehabt, warum nicht mal Naturkosmetik ausprobieren? Die Dose macht an sich so einen ramschigen Eindruck. Ich habe mir jetzt mal die Farbe 02 Medium mit Granatapfelextrakt geholt. Ihr wisst ja, ich liebe Granatapfel. Ja, seht es euch an. Ich liebe es total. Hätte ich das mal mehr vorher durchgelesen, hätte ich es mir zweimal überlegt. Was gut an der Dose ist, hier ist auch wieder so ein Spiegelchen drin. Ein Schwämmchen ist mit dabei. Ja, und so sieht die Farbe aus. Und das riecht, boah, das ist irgendwo zum Erbrechen. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist leider so. Ihr kennt mich ja, dass ich da in der Hinsicht sehr ehrlich bin. Ich denke, das sage ich auch. Ja, heute das erste Mal benutzt. Mal gucken, werde ich euch jeden Fall noch was sagen. Dann Lieblingsnagellack. Von der Farbe her wechselt es ja immer auch so, ja, wie es gerade ist. Ist momentan dieser rot schimmernde von P2, 221 Charismatic, wo ich jetzt auch gehört habe, den wird es demnächst nicht mehr geben. Der wird aus dem Sortiment genommen. Konnte ich mich auch nicht auf einen beschränken. Dann gebe ich hier noch so einen, aber ich weiß nicht mal, was für eine Marke das ist. Entweder P2 oder Florence. Das ist so ein weißer, wo ganz viel bunter Glitter drin ist. Das ist so toll, aber mehr durchsichtig als weiß. Dann von Essence die Farbe 04 Space Queen. Das ist der mit diesem groben Glitter drin. Der sieht einfach toll aus auf anderen Farben. Und ebenfalls, wenn ihr zum Beispiel den P2 Gigantic Blue Nagellack drauf habt und den Glitter Topper hier drauf macht, heißt er? Ja, Glittertopper. Dann, oh, das sieht so geil fantastisch aus. Ich mache euch mal da ein Nageldesign mit, was ich meine. Das sieht geil aus. Das machen wir mal. Dann Lieblingsduschgel. Ändert sich immer bei mir immer, weil ich ein Fan bin von den Balea Young Duschgels. Das wechselt ja immer. Das sind ja auch immer limitierte Sachen. Und das hier, das riecht so lecker. Also so Melone und frisch und oh, kostet nicht viel. Sind 250 Milliliter drin und immer wechseln. Also wunderbar. Dann Lieblingsshampoo benutze ich momentan auch von Balea Professional, das Braun-Shampoo. So sieht es aus. Ich finde es nicht schlecht, hat keine Silikone drin, soll diesen Anti-Statisch-Effekt mit sich bringen, was ich nicht so bestätigen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Ist noch in der Testphase, gibt es noch ein separates Video zu. Lieblingsdeo benutze ich am liebsten das Garnier Mineral Deodorant in Rollerform. Das kennt ihr ja schon aus meinem einen Video. Dann Lieblings-Body-Lotion. Ich muss gestehen, ich creme mich gar nicht so ein. Aber das Einzige, was ich an Creme benutze, ist meine Gesichtscreme. Und zwar die hier von Clinique für Typ 3 und 4. Die heißt Dramaticelli Different Moisturizing Gel. Bla bla bla. Sehr teuer, aber wunderbar, wunderbar. Kennt ihr auch schon aus dem Video. Mein Lieblingslied habe ich momentan dieses Broken Heart von Beyoncé. Das höre ich gerade so gerne. Und mein Lieblingsfilm. Momentan gucke ich so gerne Twilight alles nach. Ich wusste gar nicht, warum. Warum habe ich diesen Film verpasst? Ach, mein Lieblings-Make-up. Vorletzte Frage ist von L'Oreal, das Perfect Match. Die Flüssig-Foundation in der Farbe K3 Beige Rose. Kostet, glaube ich, bei 12 Euro oder so. Jetzt mein Lieblings-Make-up habe ich mir, glaube ich, schon vier oder der fünfte Pot ist das mittlerweile, den ich mir gekauft habe. Und super zufrieden damit. Machen wir auch nochmal ein separates Video. Und meine Lieblingskleidungsgeschäfte wären ja, New Yorker, H&M. Wenn man Schuhe dazu zählen könnte, wäre es auch noch so der Deichmann. Ja, eine Frau mit Schuhgröße 42, 43 hat es nicht leicht in der Welt, schöne Schuhe in Stöckelform zu finden. Fragt mal so einen Verkäufer, die lachen euch aus.
Ist ja egal. Gut, und jetzt viel zu viel gelabert, wir sind kurz vor Ende. Ich tagge hier mit niemanden, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wer damit mitgemacht habe. Fühlt euch alle getaggt, macht alle mit und schreibt mir eine schöne Videoantwort. Schickt mir eine Videoantwort unter dieses Video. Ich hab euch ganz so lieb. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute und einen schönen Abend noch. Ciao!